Ich glaube nicht, dass ich das so löse, aber dafür bin ich zu dumm. Oh. Was? Ja, das ist auch das, was mir immer durch den Sinn geht. Jetzt weiß ich, wo mein Dickdarm geblieben ist. Das ist mein Sprühschiss. Mein Dickdarm habe ich gefunden, jetzt habe ich auch den Schiss dazu gefunden. Das ist die Ebene. Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen. Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zu Post Trauma. Das ist ein Spiel, was neu auf den Markt kommen soll. Wir spielen heute die Demo dazu. Und ich bin mal gespannt. Es hat allgemein sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Und schauen wir mal, ob ich das Ganze so unterstützen kann. Ich spiele das Spiel ausnahmsweise mal mit Controller. Weil du einfach wieder diese Third-Person Spielvariante hast und da komme ich mit Tastatur einfach nicht besonders gut zurecht. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, denn ich versuche mir wirklich hier ganz, ganz viel Mühe für euch zu geben auf diesem Kanal, euch jeden Tag mit neuen Videogames zu erfreuen. Und ich freue mich, wenn ich sehe, dass ihr euch freut. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, wir sind offensichtlich in einer U-Bahn aufgewacht. Was ist das? Der Weihnachtsmann außerhalb der Saison. Da hat was geklopft. Ich mag nicht, wenn es klopft. Der Weihnachtsmann außerhalb der Saison. Ich muss erst mal gucken. Ich muss mich erst mal mit der Steuerung hier... okay. Padlock. Gut. Brauchen wir es gar nicht probieren, weil ich ja noch gar nicht weiß... Wir können wohl auch rennen. Ja, genau. Und das macht sich, finde ich, mit WASD immer total beschissen. Hier kann ich... Ich dachte, das Auge hat sich bewegt. Ist eigenartig, aber nichts Interessantes. Mhm. Der Weihnachtsmann außerhalb der Saison. Was ist das? Vielleicht sollte ich um Hilfe bitten. Okay. ja, gut. Wie läuft er denn? Ach du Scheiße, bitte jetzt kein... Oh, ich hatte schon Schiss, jetzt kommt das Bauarbeiter-Dekolleté, aber sie haben ihm die Hose hochgezogen. Gott sei Dank. Weißt du, wie das aussieht? Wenn ich in meine Calcedonia-Hosen mich quetsche. So sieht das aus. So läuft er auch. Noch ein Bild. Scheint nichts Wichtiges zu sein. So laufe ich, ja, in meinen Calcedonia-Hosen, wenn die zu eng sind. Was war das? Ein Affe? Ich habe keine dieser Stationen registriert. Was war das für Geräusch eben? Es ist gruselig. Das kann es schon mal. Ja, es ist... eine Zeitung, die 13 Jahre alt ist. Okay. Irgendwelche Symbole drauf. Wenn ich krauche, komme ich da durch. War da gerade was? Hallo Hund.
Da sind Symbole auf dem Boden. Ist die gleichen? Quadrat, Dreieck, Kreis, X, Dreieck. Quadrat, Dreieck, Kreis, X, Dreieck. Ja, okay. Zeichne mir das mal kurz ab. Ich weiß nicht, ich werde es mit Sicherheit brauchen. Quadrat. Dreieck. Kreis. X. Das sind verschiedene Dreiecke? Ich weiß es nicht. Diese Geräusche. Der Weihnachtsmann. Okay, es sind hier aber immer die gleichen Symbole. Was ist das? Eine Taschenlampe? Ja, nimm sie. Oh, mein Gott! Jetzt weiß ich, wo mein Dickdarm geblieben ist. Das scheint wie ein luzider Traum. Also als wenn der luzide Traum sich in einen Albtraum umwandelt. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht echt sein. Die Lampe wieder an. Was ist das? Ist das ein Gesicht? Ach so, verkehrt rum, ne? Da Mund, Nase, Augen. Was ist das? Aber es tötet mich zumindest nicht. Wo guckst du hin? Ah, da ist noch so ein... Wartet mal, wisst ihr, was ich mal mache? Weil 2 ist lila, 5 ist rot. Ich weiß ja nicht, ob... Wahrscheinlich steht es nachher in irgendeiner Kombination. Wir haben vorhin schon mal einen Teil von dem Fahrplan gesehen. Wir schauen mal. Oh! Halt die Klappe da hinten. Gut, hier scheint aber jetzt kein Plan mehr zu sein. Wir gehen mal wieder zurück. Irgendwo muss da noch mehr Fahrplan sein, oder? Ja, hier. Okay, aber hier stehen keine Zahlen weiter dran. Zwei ist lila, das habe ich. Moment, wartet mal. Ich kann damit so jetzt nicht viel anfangen. Ich mache mir da mal ein Bild von. So. Weil ich wüsste sonst nicht, wie ich... Ich kann mir das jetzt nicht abzeichnen. Ich kann mir das so nicht... kann das so nicht umwandeln. Schauen wir mal. Das war die Zeitung. Das ist mein Sprühschiss. Meinen Dickdarm habe ich gefunden. Jetzt habe ich auch den Schiss dazu gefunden. Sah das hier eben auch schon so aus? Ach, guck mal. Grün, 4 ist grün. Und 1 ist blau. 4 ist grün und 1 ist blau. Da schmatzt irgendwas. Habe ich, Moment. Muss mal gucken. Blau war Dreieck. Das habe ich abfotografiert. Ja, okay. Gut. Schauen wir mal. Was schmatzt denn da? Sie geht nicht auf. Auf zu klopfen. Was hat es? Zigaretten. Ich rauche nicht. Aber es ist ein guter Start in eine Konversation. Okay. Er duckt sich freiwillig. Ich werde auch nicht aufstehen.
Kann ich da noch da durch? Ja. Gut, kann ich jetzt hier irgendwas machen? Dreieck ist 1. Was sagten wir das jetzt? Was hat denn das miteinander zu tun? Dreieck ist 1. Und 1 ist blau. Moment. Dreieck ist 1 und 1 ist blau. Das haben wir rausgefunden. So. Kreis wäre... Ich guck gerade mal. Kreis ist aber hier alles. Kreis ist grün und... Ne, Dreieck ist rot und lila. Das wäre 5 oder 2. Okay. Grün wäre die 4. Oder die 2. Und das Quadrat? Wäre 4 oder 5. Ich glaube aber nicht, dass ich da... Also, okay, Moment. So. Aber was sagt mir das denn jetzt über die Reihenfolge? Vier, eins, zwei, fünf, eins. Dreieck ist 1. Ist es denn richtig? 1 ist blau, das ist richtig. Fünf, eins. Machen wir es mal anders. Zwei. 5, 1. Hm. 4, 1. 4. 2. 1. Hm. Gleich 1. Das stimmt mit der Linie auf jeden Fall überein. 1 ist blau. Aber bei den anderen Stationen, die überlappen sich doch. Quadrat ist zum Beispiel rot und grün. Ach, wartet mal. Eine Sekunde. Eine Sekunde, vielleicht bin ich gar nicht so falsch. 5 und 4 wäre 9. Wenn wir die zusammenzählen, dann haben wir 1. 4 und 2 sind 6. 5 und 2 sind 7 und 1. Die Stationen überkreuzen sich. Moment. Ich glaube nicht, dass ich das so löse, aber...
Dafür bin ich zu dumm. 9, 1. 6. 7. Ich glaub das nicht. Du musst die Stationen, die sich überkreuzen, zusammenzählen, um auf die Lösung zu kommen. Ich habe das tatsächlich gelöst. Ich glaube das nicht. Es ist Wahnsinn. Also ich zeige euch das jetzt mal hier. Ja, das waren die Reihenfolge der Symbole. Und dann müsst ihr halt einfach nur... Ja, okay. Wo bin ich denn jetzt? Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Bin ich hier fertig? Na gut, dann gehe ich mal da rein. Ah, okay. Na, dann komm, Nikolaus. Nicht, dass die Bahn jetzt losfährt. Ah! Who are you? Du hast mich nicht gesehen. Geh mal weiter. Ich habe einen Ausdauerbalken. Wo kommt man hier hin? Was ist das? Irgendwas mit Brüsten? Gut, ich geh mal weg. Das sieht nicht gesund aus, wie läuft der. Oh, mir ist ganz komisch bei dem Spiel irgendwie. Aber irgendwie finde ich es cool. Was haben wir hier? Ist von der anderen Seite verschlossen. Die Maschine benutzt eine Währung? Currency? Ich glaube ja, ne? Eine Währung, die ich noch nicht zuvor gesehen habe. Lux. Das sieht aus wie ein hölzerner Arm. Es hält einen Schlüssel. Soll ich ihn nehmen? Ja, komm, wir nehmen ihn mal. Ja! Was jetzt? Ah, ne, ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Ich muss so gucken, wie spät es ist. Ich muss mein Kind abholen nachher. Okay. Dann gehen wir mal darüber. Gruselitsch. Besser die elektrischen Komponenten nicht anfassen, wenn ich es nicht muss. Es ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel, um es zu benutzen. Ja, Ah ja, okay. Ich muss es auswählen, um es zu benutzen. Gut. Ich kann die Tür wieder zumachen. Okay, ich kann es auch wieder aufmachen. Okay. Da stellt sich gerade die alles entscheidende Frage, wie ich angreife. Ah. Okay. Ich habe nur bis jetzt nichts zum Angreifen. Oh, eine Axt! Ja, nimm sie. Ah, okay, angreifen verbraucht auch Ausdauer. Okay, na gut, das ist ja nicht so schlimm. Das ist die Taschenlampe, okay. Und das ist mein Menü. Uiuiui. Na, das sollte doch klappen, oder? Ja. Warte ich? Ja. Es sind Sauerstofftanks. Sie scheinen leer zu sein. Was ist das?
Also wer auch immer hier unten war, hat war hier wohl eine ganz lange Zeit, weil er angefangen hat mit Bildhauerei. Drei Statuen. Die in der Mitte hat keinen Kopf. Wer auch immer hier war, hatte sehr, sehr viel Langeweile. Eine goldene Münze. Sollte ich sie nehmen? Ja, nimm sie. Ich kann nichts sehen bei dieser Perspektive. Da ist irgendwas hinter. Es sei der alte Ausgang sein, aber irgendjemand oder etwas blockiert ihn. Mich anstarrend. Bleib, wo auch immer du bist, bleib da. Was ist denn das hier vorne eigentlich, was hier mein... Oh. Was? Ja, das ist auch das, was mir immer durch den Sinn geht. Ich gehe mal zurück. Ich habe eine Münze gefunden. Vielleicht kann ich damit an dem Automaten was machen. Wenn ich zurückkomme. Auf meinen Ausdauerbalken achten. Der ist mit Sicherheit nicht umsonst begrenzt. So. Ja, lass die Tür offen. Gut, jetzt kommen wir wieder hier raus. Mama. Ja. Achso, Menü. Ach so, hat er benutzt? Ah, okay, da kam ein Kopf raus. Gut, na, dann wissen wir, was wir damit machen. Mach auf. Über das Rätsel freue ich mich immer noch. Ich bin ein verdammtes Genie, ey. Aber ich habe natürlich in das Spiel mal reingeguckt, um zu wissen, wovor ich Angst habe, ja. Und, ich habe bei vielen gesehen, dass sie das Rätsel nicht lösen konnten, ohne nachzugucken. Und da habe ich dann nicht weitergeguckt, weil ich wollte mir das ja nicht versauen. Achso. Okay. Oh ne, ich will da nicht lang. Ich muss aber anscheinend. Mal schon mal üben. Da klopft irgendwas. Eine ganze Menge Mannequins. Eine von ihnen ist mit Blut bedeckt. Das ist irgendwie echt gruselig. Ach, da steht so ein... Was macht das hier? Kennt ihr das noch, diese Kugeldinger? Die hatten wir früher auch, die sind cool. Das ist widerlich. Ich hab echt Schiss, ey. Das ist, wenn ein, man nicht weiß, was einen erwartet. Fotos aus von europäischen Architekturen. Meine Tochter hat mir mal die Unterschiede erklärt, als sie jung war. Registrierung, das ist verschlossen. Hat sich da was bewegt dahinter? Dahinter bewegt sich irgendwas. Oder spiegelt sich meine Lampe? Ich weiß es nicht. Was ist das? Wenn dieser Filter kommt, heißt das nichts Gutes.
Der Kopf war noch bei der Hand. Ach du Scheiße. Es ist, ich denke, es ist eine Art Kunstwerk. Der Name steht da drunter. Ja, das hier ist komplett. Ja, na gut, jetzt habe ich es ja geschafft. Liegt da eine Leiche? Ist hier wieder ein Stand für den Körper. Ja, letzten Endes bewegt er sich nicht. Ich weiß nicht, was ist ein Herz? Tag. Du schon wieder. Oh, da geht's. Der Genoss scheint in guter Kondition zu sein. Nur es ist kein Treibstoff drin. Kann man hier eigentlich irgendwie speichern? Oder speichert das Spiel von alleine? Oder... Noch eine Münze. Eine aus Silber. Soll ich sie nehmen? Ja, nimm sie. Ich weiß aber gar nicht, wohin damit. Ich habe noch keinen weiteren Automaten bis dato entdeckt. Das Haar bewegt sich im Wind. Sie gibt mir einen grünen Stein. Soll ich ihn nehmen? Ja, nimm ihn. Ach, hier ist nichts mehr. Nö. Dachte, sie gibt mir wieder einen Schlüssel. Stein. Und eine Münze. Ach, hier geht's weiter. Dann bräuchte ich nämlich ja noch einen Automaten. Ne? Weil, ach nee, warte mal, von da bin ich gekommen, oder? Nee, von wo bin ich denn gekommen? Halt, da ist was. Nichts, nur Müll. Was ist das für eine Perspektive? Oh! Gleiche Symbol wie vorhin. Oh. Was? Oh! Ein Schlüssel. Die an der Hand ist noch mehr Blut. Okay. Kann ich jetzt... Da! Manchmal ist man blind. Ja, nimm mal die Münze. Die Maschine. Ach, die Maschine hat keinen. Ah! Du bist doch dahinter, ja. Die Maschine hat keinen Strom. Okay. Die Tür soll ich da mit Sicherheit nicht aufschließen, oder? The lock is broken. Aber wenn das Lock broken ist, kann ich es wahrscheinlich auch nicht mit dem Schlüssel aufschließen, ne? Die Schlüssel vom Stairs Office? Aber wo waren das?
gucken. Registration vielleicht. Hier. So. Ah ja, okay. Das könnte. Ja. Sehr viel. Ja, speichern! Cool. Ein voller Kanister, ja, den nehmen wir natürlich. Ist hier noch mehr? Nee, okay. Gut. Habe ich denn jetzt alles? Ich habe einen grünen Stein. Ach ja, ich muss den Tank befüllen. Dann kann ich den Tank befüllen. Den Generator? Nein. Nein, die Tür ist offen. Suchen. Wo war denn der Generator? Scheiße. Hier kommen wir nicht raus. Okay. Wo war der Generator? Und vor allem, wo ist dieses Ding hin? Das ist der Generator. Ja. Nee. Perspektive ist so kacke. Hau zu! Mist, wir sind voller Blut, ey. Na gut, dass wir gespeichert hatten. Okay. Hatte ich jetzt alles? Moment. Kanister? Nein, scheiße, ich habe nach dem Kanister nicht gespeichert. Ich muss nochmal zurück. Oder? Moment. Doch? Doch? Da müsste doch auch Licht an sein, oder? Mal gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Ja, ja, der Kanister läuft. Da ist das Ding. Nein, lauf! Wie oft?
Kampfperspektive ist zum Kotzen. Ja, okay. Nein, es lebt doch. Lauf. Jetzt aber, komm. Bist du tot? Ja, Gott sei Dank. Oh, Magic. Mistding. So. Wir haben einen roten Stein. Okay. Also einen roten und einen grünen Stein haben wir jetzt. Was ist denn hier? Ganz viele tote Körper. Es stinkt fürchterlich. Was ist das? Oh, wow! Ich sehe nichts. Grün? Oh, warte mal! Das Blau, da wabert nichts. Das hat bestimmt mit den Steinen zu tun. Weil ich habe einen roten und einen grünen. Und das blaue Loch sieht komplett anders aus. Ah, dann gehen wir mal zurück. Wir haben ja da noch ein Rätsel zu lösen. Wahrscheinlich müssen wir nachher hierher. Die Atmosphäre ist schon unglaublich gut, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und die Steuerung ist super. Also mit dem Ding hier. Das macht sich wirklich gut. So. Da ging irgendwo Ketten. Wo waren das? Wo konnten wir denn jetzt weiter? War das hier? Nee, hier war ich schon. Hier. Wo war denn das, wo jetzt dieses Tor aufgegangen ist mit den Ketten? Hier? Ja. Gut, was ist das? Verschlossen. Was ist das? Dein Freund schaut auf den Rücken des Engels. Der Rebell sieht sich selbst an. Der Geist hat Angst vor Ketten. Der Tänzer ist scheu. Und der Stolze kann nicht lesen. Wer ist denn mein Freund? Ich kann hier nichts. Wer ist denn mein Freund? Das ist der Tänzer. Der Engel? Kann ich mich drehen? Der Tänzer ist scheu. Und wer bist du? Bist du mein Freund? Du hast mir vorhin den Schlüssel gegeben. So. Ich muss nochmal auf den... Also...
Dein Freund schaut auf den Rücken eines Engels. Also Engel würde ich jetzt mal sagen, ist der da hinten links, aber... Ghost is scared of change. Aber... Was ist jetzt passiert? Irgendwas ist passiert. Ich habe irgendwas richtig gemacht. Oh! Okay, sie gibt mir einen blauen Stein. Okay. Aus irgendeinem Grund, irgendwas war jetzt richtig. Was auch immer. Okay, dann können wir zurückgehen. Jetzt können wir da über das Loch schreiten. Denke ich mal. Gucken, ob sich das jetzt... Ja! Aha. Moment. Cool! Ey, das war mal ein richtig gutes Game, wirklich. Ja, ich danke, dass ich es spielen konnte. Das war wirklich mal ein richtig, richtig gutes Game. Hat man selten. Also wirklich, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Und ich hoffe, dass das Hauptgame dann auch wirklich richtig gut wird. Weil das hat echt Spaß gemacht. Das war super. Dann hoffe ich mal, dass wir vielleicht, also ich meine, es ist sehr aufwendig gemacht, ne? Dass wir aber vielleicht auf das Hauptgame nicht allzu lange warten müssen. Weil das noch eine ganze Weile dauern wird, denke ich mal. Ich weiß ja nicht, wie weit die Entwicklung des Hauptgames ist an dem Punkt, wo jetzt hier die Demo rauskam. Aber ich freue mich. Auf zu klopfen. Ich freue mich unglaublich auf das Hauptgame. Das wird mit Sicherheit richtig, richtig gut. Habe ich gar keinen Zweifel dran. Hiermit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen zu einem neuen Let's Play. Und bye bye.